ihrem verstorbenen Opa lebewohl. Mit diesem Song ließ sie die Jury tief in ihr Herz blicken. Wenn Musik wirklich gut ist, berührt sie und das auch beim 100. Mal singen und spielen. Also ich glaube, es sind einfach echte Emotionen und die soll sie auch rauslassen. Judith bekam mit Raymond genau den richtigen Partner, um diese Gefühle auszudrücken. Sie traf Frontmann Ray Garvey, ging mit ihm ins Studio und arbeitete noch einmal intensiv an ihrem Text. Doch dann gab es schlechte Neuigkeiten. Raymond konnte aus terminlichen Gründen nicht mehr mitmachen. Es ist schon schade. Ich glaube, du schaffst das. Ich denke auch. Okay. Judith bekam erstklassige Unterstützung. Roger Cicero wurde ihr neuer Pate und der war begeistert von ihrem Song. Das ist eine sehr, sehr tolle Komposition, die Judith da geschrieben hat. Und darum war es dann für mich auch klar, okay, hier springst du gerne ein. Entstanden ist eine wunderschöne Rockballade. Ich bin extrem aufgeregt, mit Roger Cicero meinen eigenen Song Farewell auf der Bühne zu präsentieren. Ich hoffe natürlich, dieser Song gefällt euch und ihr ruft für mich an. Ein Lied, in dem es um das Thema Abschied geht. Jetzt begrüßen wir Sie aber ganz herzlich bei uns auf der Bühne. Zusammen mit Roger Cicero, Farewell, komponiert von Judith, das ist dein Song. Emptiness in my heart. I miss your touch, remembering the past. You are here, the memories are clear. You.
toll, dass ihr da seid. So. Wow. Rutscht ihr ein bisschen auf? Sehr gerne. Dann kann ich auch noch Dankeschön. So, jetzt habt ihr euch das Ausruhen auf der Couch verdient. Judith, das war nicht das erste Lied, das du geschrieben hast. Wie fängt das bei dir an? Text oder Melodie? Es fängt eigentlich immer mit der Melodie an, grundsätzlich. Denn ich finde, die Melodie drückt erst am meisten Gefühl aus. Und dann kommt der Text, der das Ganze noch umrahmt, vergoldet. Okay, das ist deine Arbeitsweise. Sehr gut. Und Roger, dich haben wir jetzt in einer Rockballade auf Englisch gehört, auf den Geschmack gekommen. Ja, total. Das hat total Spaß gemacht. Also weitere Songs zu erwarten? Ja, mal schauen. Gunther und ich haben ja schon große Pläne. Nein, mal gucken. Also das ist ja die englische Sprache ist mir ja nicht fremd. Ich habe ja früher nur auf Englisch gesungen, deswegen auch schon die eine oder andere rockigere Nummer. Aber das war jetzt eine wunderbare Gelegenheit und ist natürlich auch ein klasse Song. Das hat ein wunderbares Team. Ja. Ja, alles schön und Judith, aber man muss sich ja ab und zu auch mal was gefallen lassen, und zwar von den Herrschaften hier, von der Jury. Man weiß ja nie, wie die funktionieren. Die sehen immer gut gelaunt aus, aber man weiß nie, was rauskommt. Nicht? Unsere strenge Jury. Und wenn ich streng sage, meine ich nur einen. Gunther Mende, was sagst du dazu? Ja, also Judith, im Prinzip hast du recht, aber bevor der Text und die Melodie kommt, steht was? Was sage ich immer? Das Gefühl. Genau. Und du hast ein wunderschönes Liebeslied geschrieben. Dankeschön. Ja. Und Liebe ist ja... Und es gibt ja keine positiven oder negativen Gefühle. Es gibt nur Gefühle. Und in dem Fall ist es eine Liebeserklärung an deinen Opa. Und da kann jeder sich das Gefühl für sich selber zu Hause rausziehen. Ich finde es ein fantastischer Song. Super. Sehr schön. Dankeschön. Ja, aber leider kann ja der Gunther jetzt heute gar nicht entscheiden, wer Songwriter des Jahres 2009 wird. Das müsst nämlich ihr zu Hause machen. Ihr müsst abstimmen und anrufen. Und dann am besten, wenn ihr denkt, dass die Judith mit ihrem Song Farewell euer Favorit ist, dann müsst ihr die Endziffer 2 für die Judith eintragen. Wir kommen hier jetzt bei deinem Song zu einem alten Bekannten. Und wenn ich alt sage, dann ist das natürlich relativ zu sehen, denn er ist vor 5 Tagen 11 geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Marius.